Simlucky, ich bin hier hingekommen, um einen richtig coolen Film zu schauen, aber im Fernseher läuft nur schwarz. Das ist doch voll langweilig. Hä? Was redest du da? Okay, schau mal, das ist der neue Film. Alles schwarz, das ist so spannend. Hä, Freunde, das ist überhaupt nicht spannend. Sag mal ganz ehrlich, das ist richtig unspannend. Also, Simlucky, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier runter zu meinem Gaming Room. Denn, Freunde, ich habe hier gemeinsam mit Simlucky einen Gaming Room gebaut. Schaut euch das an, wie cool der aussieht. Ja, 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 aber ich bin hier nicht zum Zocken, sondern zum Trainieren. Denn ich will groß und stark werden, Freunde. Bam, 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 zack, zack, zack. Und wisst ihr, warum ich groß und stark werden muss? Ihr wisst es doch gar nicht, aber ich erzähle euch das gleich. Oh Mann, ich bin so cool geworden. Ich wusste gar nicht, dass ich solche Fähigkeiten habe. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay. Hä, was ist los, Simlucky? Ich trainiere hier unten und zack, zack. Leer ist im Fernsehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Hä, warte mal, was? Leer ist im Fernsehen? Zack her, zack her, zack her. Ist sie in der Modelshow oder was? Nee, nicht in der Modelshow, in dem Brand News. Ich weiß auch nicht, was sie da macht. Brand News? Zeig mal her, was ist denn dort in den Nachrichten? Hm? Die neuesten Nachrichten aktuell zum Zeitpunkt. Das ist der Nachrichtensender, der berichtet eigentlich immer nur, wenn was Schlimmes passiert ist. Warte mal, was? Zeig her, zeig her, zeig her! Einmeldung aus der Villager-Nachrichten-News-Zentrale. Es ist eine traurige Nacht für unsere Gemeinde. Ein kleines Mädchen namens Lea wurde abends entführt. Oh nein, oh nein, oh nein. Und wir sind alle zutiefst erschüttert. Die Polizei arbeitet hart daran, sie zu finden, aber bislang gibt es noch keine Spur von ihr. Also Mitbürger und Mitmenschen, ich hoffe, ihr lasst diese tragische Tat nicht einfach so auf uns sitzen und lasst jetzt alle ein Abo und ein Like da, damit wir so schnell wie möglich die Täter auffindig machen können und ihre gerechte Strafe zuteilen können. Oh nein, hast du das gehört, Simlucky? Oh wei, Freunde, ich muss Lea unbedingt helfen. Sie wurde einfach entführt. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Okay, Simlucky? Hä? Wo ist Simlucky hin? Simlucky, was machen wir? Oh nein, okay, ich habe gerade nachgeschaut bei Lea und sie ist wirklich nicht da. Was machen wir jetzt? Oh nein, der Nachrichtensender hat recht. Sie ist wirklich verschwunden, sie wurde entführt. Okay, warte mal, was meinten die Nachrichten? Sie ist in der Stadt. Weißt du was, Simlucky? Komm mal her, komm mal mit, schnell, 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 ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Was willst du machen, Okri? Alles gut, bleib aber hier. Tschüss. Oh, ich muss noch schnell. Ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette. Oh Mann, Freunde, schnell hier weg, schnell hier weg. Okay. Oh, okay. Wisst ihr was, Freunde? Ich musste euch was erzählen. Ich habe eine richtig coole Fähigkeit. Aber Simlucky darf niemals davon was erfahren. Und auch kein anderer. Deshalb muss ich mich schnell beeilen und in die Stadt. Und Simlucky muss dort drin eingesperrt bleiben. Oh nein, schnell hier weg, Freunde. Schnell, 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 schnell. Ich muss sie schnell retten, Freunde. Lasst jetzt unbedingt alle ein Like da und ein Abo innerhalb der nächsten 3 Sekunden, falls ihr wollt, dass ich Lea rette. Freunde, ihr wollt sie doch nicht im Stich lassen, oder? Kommt schon in 3, 2... 1 und... Oh, let's go, Freunde. So viele Likes und Abos. Okay, Freunde, wir schaffen das. Ich werde sie auf jeden Fall retten. Aber als erstes brauche ich noch meinen Anzug. Denn keiner darf erfahren, dass ich Spider-Okri bin. Und schnell. Oh Mann, Freunde, ich bin jetzt in der Stadt, aber ich habe keine Ahnung, wo Lea ist. Der Nachrichtensender meinte, dass sie irgendwo hier vorne hin entführt wurde. Aber ich weiß nicht, wohin ganz genau. Das ist das Problem. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss mir Hilfe suchen, oder nicht? Und, Freunde, seht ihr das? Das ist übrigens mein Anzug. Oh ja, ich bin Spider-Okri. Ich hab's euch doch gesagt. Ihr habt mir etwa nicht geglaubt. Schaut euch das an, was ich alles kann. Das zeige ich euch gleich. Aber warte mal. Kuh, hast du gesehen, wo Lea ist? Ich finde sie nicht. Hm. Willst du es mir nicht sagen? Freunde, irgendwie schaut sie mich an, aber sagt nichts. Warte mal, wohin geht sie? Hä, Freunde, habt ihr das gehört? Okay, ich kann dir nicht helfen. Lass mich in Ruhe. Hä, ja, okay, dann lasse ich dich halt in Ruhe. Oh Mann, Freunde, die Kuh will mir anscheinend nicht helfen. Dann muss ich jemand anderes fragen. Wo ist bitte sehr Lea hin? Und wer hat sie entführt? Warum macht man sowas? Was will er mit dir anstellen? Hä, warte mal, hier vorne ist ein Schaf. Schäfchen, hast du gesehen, wo Lea ist und ob sie entführt wurde? Komm schon, bitte sag ja, bitte sag ja. Hey, ja, ich weiß, wo Lea ist. Warte mal, wirklich, wo ist sie denn? Sie ist auf einem Hochhaus in dieser Richtung, schau selber. Okay, wo meinst du, dort hinten oder was? Ja, ganz genau. Oh ja, danke, Schäfchen. Oh Mann, ich liebe Schafe, die sind so nett. Okay, Freunde, ich würde sagen, keiner darf sehen, dass ich Spider-Okri bin. Deshalb ziehe ich jetzt diese Maske an und werde mich in die Lüfte begeben. Okay, Freunde, schaut selber. Und zack, Freunde, zack, hoch da und dahin und los geht's. Oh Mann, Freunde, ich bin so cool. Und schaut euch das an, was ich alles drauf habe. Wow!
Okay, okay, okay. Irgendwie muss ich dort hochkommen, Freunde. Denkt ihr, ich schaff das? Und zack, Freunde, let's go. Okay, in die Richtung. Ich glaube nicht mehr weit. Dort oben auf dem Hochhaus, meinte das Schäfchen. Und zack, let's go. Ich bin der beste Schwinger. Und in die Richtung. Warte mal, seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Dort vorne ist etwas in der Luft. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht, dass Lea dorthin entführt wurde. Warte mal, Freunde, seht ihr das? Dort vorne ist, glaube ich, Lea. Wow, okay, ich muss da schnell hin. Ich muss da schnell... Da ist ja noch jemand. Denkt ihr, er hat mich gesehen? Da ist jemand. Oh, oh nein, Freunde, sie braucht Hilfe, sie braucht Hilfe. Wer ist das? Wer ist das? Wow. Leute, seht ihr das? Der macht einfach Laseraugen oder sowas. Oh Mann, der ist ja richtig, richtig schrecklich. Okay, ich muss mich von hinten anschleichen. So, hier lang und zack. Okay, und ich glaube, der ist ein Superschurke oder sowas. Habt ihr es gesehen? Ich meine, Freunde, er hat Laseraugen, kann fliegen und ich habe nur Spinnnetze. Also ich habe keine Laseraugen, aber dafür kann ich auch fliegen. Schaut selber, Freunde. Und zack, wow. Okay, na gut, aber ich muss Lea retten, ich muss Lea retten. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich lass mich sagen, in Ruhe. Oh, oh nein, okay, ich muss mich beeilen. So, zack. Und zack, Freunde. So, perfekt. Jetzt schaffe ich es aber. Und so, hoch da. Wow. Hör mal zu, Großer. Wer bist du dort vorne? Hä? Bist du ein Superschurke? Ja, bitte rette mich, bitte rette mich. Okay, Freunde, ich muss ganz ruhig bleiben. Lea darf nicht erfahren, dass ich eigentlich Spider-Ukri bin. Ich würde sagen, ich verstell meine Stimme. Also, komm her, Böser. Ich bin Spider-Man und ich werde das Mädchen retten. Ein Winzling in meinen Augen. Du kannst gar nichts. Ein Winzling? Ich bin doch gar kein Winzling, Freunde. Ich bin Spider-Ukri. Jeder kann mich an. Jetzt greif ihn schon an. Okay. Mit meinem Laserbeam werde ich dich vernichten. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, Freunde, er will mich attackieren. Ah, oh nein, oh nein, oh nein. Wow, 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 wow. Weißt du was? Schau mal, was ich drauf habe. Dir gut? Ja, mir geht's gut. Und zack, drauf da. Das kriegst du davon, das kriegst du davon. Und zack, wow. Haha, du triffst mich niemals. Ich bin schnell wie ein Blitz. Oh nein, oh nein, stimmt. Er ist super, super schnell. Aber das nimmt er da. Jetzt Attacke und. Oh nein, Freund, nicht schon wieder. Ach, nimm das, nimm das, nimm das. Du wirst meine Freundin Lea nicht hinführen. Warte mal, das wollte ich nicht sagen. Warte mal, was? Freundin, kennen wir uns etwa? Nein, nein, wir kennen uns nicht. Ich bin Spider-Man und ich kenne dich gar nicht. Aber ich rette trotzdem jeden Menschen, egal wer. Und jetzt komm her. Zack, 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 zack. Wow. Nimm das. Ja. Ha, ha, ha. Schau selber. Sehr gut, hast du das gemacht. Ah, zack, zack, ich zack. Ich muss mich befreien mit meinem Messer. Zack, 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 nein, zack, das schaffst zack. Du nicht, das schaffst du nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm mit, komm mit, komm mit. Und zack, warte, pass auf, dass du nicht runterfällst. Hä, warte mal, deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, ich meine natürlich, pass auf, dass du nicht runterfällst. Warte, komm mal mit, hier, zack, 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 hier runter, okay, zack, 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 zack. Und zack, runter, okay, da, schnell, schnell, schnell. Zack. Oh, mein Freunde, und jetzt kümmere ich mich um dich. Ah, zack, wow, 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 wow. Hier, nimm das. Zack, 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 zack. Wieso klaust du mir meine Prinzessin? Bei mir wäre sie viel besser aufgehoben in meinem Universum. Was redest du? Warte mal, was? Ey, du bist richtig verrückt. Oh Mann, aber nimm das. Schau, ich werde dich nicht freilassen. Oh Mann. Oh nein. Okay, Freunde, ich verschwinde. Und let's go. Wow, 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 wow. So leicht kommst du mir nicht davon. Komm her. Oh nein, oh nein, oh nein. Was meint der? Und zack, weg hier, weg hier, weg hier. Obwohl, warte mal, ich muss mich doch um Lea kümmern. Ich muss wieder zurück. Und zack, Freunde, rein hier. Warte mal, wo ist das Mädchen hin? Lea, 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 bist du hier irgendwo? Oh, da vorne ist sie ja. Hi, ich hab dich gerettet. War schön, dich kennenzulernen. Und ich würde sagen, ich verschwinde jetzt wieder, weil ich glaube, der Bösewicht ist doch immer... Warte, zu nicht verschwinden. Bitte, bleib doch ein wenig bei mir. Freunde, was mache ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Weißt du was, Lea? Ich muss dir eins sagen. Ich habe viel zu tun, deshalb muss ich verschwinden. Aber komm mit, ich bringe dich in Sicherheit. Komm, komm, komm. Okay, okay. Einfach hier runter und mir folgen. Oh Mann, Freunde, sie darf nicht wissen, dass ich Ukri bin. Das darf niemand erfahren, dass ich eigentlich solche Fähigkeiten habe und ein Superheld bin. Komm mit, komm mit, komm mit! Aber warte mal, irgendwie kommen mir deine Haare bekannt vor. Glaube, sie ähneln einem Kumpel von mir aus der Schule. Einem Kumpel? Einem Kumpel aus der Schule? Was ein Zufall. Oh Mann, Freunde, sie geht mit mir auf eine Schule, in eine Klasse. Deshalb sagt sie das. Ja, ja, ist bestimmt nur ein Zufall. Also komm mit hier einfach weiter runter und dann bist du gleich in Sicherheit. Zack, zack, zack. Warte, du bist so schnell und so stark. Oh ja, ich bin super, super stark. Oh Mann, Freunde, ich hasse es so zu reden. Egal, ich muss es jetzt wohl. Komm einfach mit nach unten. Sag mal, wieso klingt eigentlich deine Stimme so komisch?
Hä? Wie, was meinst du? Meine Stimme klingt ganz normal. Was behauptest du da gerade? Was ich behaupte? Also ich weiß ja nicht so ganz. Irgendwie kommst du mir wirklich ein klein wenig bekannt vor. Aber das ist wahrscheinlich eh nur ein Zufall. Ja, ganz genau. Ist nur ein Zufall. Oh Mann, Freunde, ich kann doch so nicht die ganze Zeit reden mit dir. Also, ich muss jetzt verschwinden, na gut? Aber warte mal, du hast mich doch eben gerettet. Also, willst du mich denn nicht küssen? Warte mal, was, Freunde, was sagt sie da? Ich soll sie küssen? Ich bin doch Spider-Man, hä? Weißt du, was, Lea? Ich muss dir eins sagen. Ich muss, okay, na gut. Freunde, was habe ich gesagt? Ich habe gerade ja gesagt. Oh Mann, Spider-Man, du bist mein Retter. Ich bin so in dich verliebt. Was, wirklich? Okay, Spider-Man, aber zuerst musst du doch deine Maske ausziehen. Dann erfahre ich endlich, wer du bist. Stimmt, Freunde, ich muss für den Kuss meine Maske ausziehen. Das kann ich gar nicht tun. Weißt du was? Ich muss jetzt weg. Tschüss. Warte. Bleib doch da. Oh, nein. Warte, verschwinde. Renn weg. Oh nein, stimmt. Ich werde euch kriegen. Zack, nein, das machst du nicht. Und warte mal, ich krieg dich. Du hast wohl noch immer nicht genug. Hä? Was? Du hast wohl immer nicht genug. Bist du stark. Weg hier. Ich werde meine Freunde. Komm schon. Zack. Freunde, zum Glück ist er weg. Oh Mann. Und was ein Unwetter. Oh, das passt ja gerade so zu der Situation. Na gut, was mache ich denn jetzt? Okay, erstmal Lea ist in Sicherheit. Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, ich muss jetzt zurück nach Hause. Ich hoffe, niemandem ist aufgefallen, dass ich Spider-Man bin. Simlucky fragt sich bestimmt, wo ich hin bin. Egal, Freunde, zumindest habe ich ein Leben gerettet und diesen Fiesling verjagt. Okay, und los, zack. Let's go, Freunde. Woo, ich bin Spider-Man. Dip, Freunde, keiner hat gemerkt, dass ich eben weg war und Spider-Man war und Lea gerettet habe. Obwohl, Freunde, stimmt. Ich habe ja Simlucky dort unten im Keller eingesperrt. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, wenn er mir auf die Schliche kommt, das kann doch wohl nicht sein. Warte mal. Er hat's irgendwie wieder rausgeschafft. Ich hab's doch abgesperrt. Na gut, ich muss dann unbedingt dem Lucky Bescheid sagen, dass ich nur irgendwie auf Toilette war oder sowas. Eine Ausrede finden. Er ist hier unten nicht. Okay, dann gehe ich mal hoch. Schnell. Hä, wo bist du, Simlucky? Alles klar bei dir? Oh Mann, Freunde, das kann wohl nicht sein. Warte mal, seht ihr das? Ich glaube, Simlucky und Lea sind wieder zu Hause. Okay, ich muss mich jetzt ganz normal verhalten. Lea darf nicht erfahren, dass ich eben sie gerettet habe. Okay, und zack. Oh Mann, wenn ich Okri in die Finger kriege, er hat mich eingesperrt. Okri, da bist du! Hä, warte mal, Lea, was machst du denn hier? Alles gut bei dir? Wir haben eben noch in den Nachrichten gesehen, dass du, entführt wurdest. Ich entführt, schon lange nicht mehr. Ich wurde von Spider-Man gerettet. Hä? Von Spider-Man gerettet? Warte mal, es gibt einen Spider-Man in der Stadt? Ich dachte, der wäre schon lange verschwunden. Nein. Anscheinend gibt es einen neuen. Er hat so blonde Haare wie du. Hä? Was? Wirklich? Blonde Haare so wie ich? Was ein Zufall. Oh Mann, das kann ja wirklich... Ja, das haben wir auch gesagt. Aber schön, dass du wieder zurück bist, Lea. Und übrigens, dem Lucky wegen eben, das tut mir wirklich leid. Schau mir tief in die Augen, Okri. Was ist denn? Ich hab so das Gefühl, du verheimlichst mir etwas, aber was genau, weiß ich noch nicht. Nein. Ich musste zu meiner Oma und deshalb habe ich dich schnell eingesperrt. Aus Versehen, weißt du? Ich war in Eile. Okay, ja gut, Okri, ich glaub dir, aber es ist Zeit, zur Schule zu gehen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, halt euch! Was? Oh nein, warte mal, wir müssen zur Schule, Freunde. Oh, ich hab das ganz vergessen. Heute ist Schultag, ich bin zwar ein Superheld, aber ich muss trotzdem zur Schule gehen. Okay. Was bist du? Ich bin richtig gut in Mathematik. Bin ich gar nicht. Egal, komm, schnell. Okay, Freunde, ich muss auf jeden Fall aufpassen, denn Simlucky hat schon Verdacht geschöpft. Er hat es schon ein wenig erschnüffelt, Freunde. Oh Mann, ich muss aufpassen. Okay, egal, alles gut. Lea hat sich mit Spider-Man getroffen und sie weiß nicht, dass ich das war. Warte mal, Freunde. Sie ist, glaube ich, sie wollte doch Spider-Man küssen, oder nicht? Oh nein, das heißt, sie hätte... Okri? Ja? Kommst du jetzt mal? Was machst du denn da drüben? Schaust du Gras an? Nein, was für Gras anschauen? Auf keinen Fall. Oh Mann, wie kommst du auf so etwas, Lea? Übrigens, Lea, hast du Spider-Man etwas gefragt? Ob ich Spider-Man was gefragt habe? Also eigentlich habe ich ihn nur gefragt, ob er länger bei mir bleiben könnte. Und warte mal, da war noch eine Sache, die wollte ich euch allen erzählen. Was denn? Oh Mann, Freunde, was hast du? Ich habe Spider-Man geküsst!
Spider-Man geküsst? Warte mal, das stimmt doch gar nicht. Wie, das stimmt nicht? Das stimmt niemals. Du kannst uns nicht anlügen. Du hast Spider-Man geküsst. Den Superhelden. Ja, ich hab ihn geküsst. Aber nein, ich lüge nicht. Er hatte irgendwas Vertrautes an sich. Und oh Mann, ich liebe ihn so sehr. Warte mal, du bist verliebt in Spider-Man. Oh Mann, Freund, das kann wohl nicht wahr sein. Das heißt, sie ist nicht in mich. Also, ich werde jetzt in die Schule gehen, es allen erzählen und in meine Klasse gehen. Lea gibt echt ein bisschen an damit, aber kann ich auch verstehen. Spider-Man steht auch auf sie, wenn er sie geküsst hat. Okay, verstehst du, was ich da sage? Aber Simlucky, verstehst du nicht, wenn sie auf Spider-Man steht, dann steht sie nicht auf mich. Oh, es ist echt schade, okay, aber stell dir mal vor, du wärst Spider-Man. Ich Spider-Man? Gut, oder? Nein, auf keinen Fall. Warum sollte ich Spider-Man sein? Und das macht doch gar keinen Sinn. Du Spider-Man? Wieso du Spider-Man sein solltest? Ach, ich hab da paar Argumente dafür. Hör mir einfach mal zu, okay? Warte mal. Nicht so laut, nicht so laut. Was meinst du? Zum Beispiel, als du bei mir warst, hast du mich einfach eingesperrt, dann warst du weg und dann wurde Lea gerettet. Warte mal, ey, Simlucky, aber das hat doch nichts damit zu tun. Ich bin doch nicht Spider-Man. Ich musste zu meiner Oma, wie gesagt. Zu deiner Oma? Das sagst du mir jedes Mal. Du warst schon oft weg. Ich weiß ganz genau, du bist Spider-Man. Oh nein. Ja, es stimmt, Simlucky, ich bin Spider-Man. Oh nein, er ist auf mein Geheimnis gekommen. Weißt du was? Aber erzähl es unbedingt keinem weiter, okay? Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir. Wenn du willst, kannst du mir ein bisschen behilflich sein. Du bist Spider-Man? Was? Das wusste ich gar nicht. Ich habe mir die ganzen Geschichten nur erfunden. Okay, Spider-Man. Nein, ganz ruhig. Aber, hast du eigentlich Lea dann wirklich geküsst? Warte mal. Nein, habe ich gar nicht. Aber, weißt du, Simlucky, sie steht ja gar nicht auf mich, sondern auf Spider-Man. Oh Mann, okay. Wenn Dino wüsste, dass du Spider-Man bist, dann würde die dich auch lieben. Aber das will ich doch gar nicht. Ich will doch Spider-Man geheim halten. Na gut, lass uns in den Unterricht gehen, Simlucky. Okay, wir gehen in den Unterricht. Und jetzt, wo ich weiß, dass du Spider-Man bist, ist es echt schwierig, das zu verheimlichen. Ich glaube, ich werde es ausplaudern. Nein. Das darfst du nicht machen, Simlucky. Kinder, wo seid ihr, Ukri, Simlucky? Ich war schon die ganze Zeit auf euch. Oh nein. Okay, lass uns schnell in den Unterricht gehen. Und zack. Schätz dich gefälligst nach vorne, okay? Du bist sowieso sehr schlecht in der Schule. Du kommst jetzt gar nicht mehr zum Unterricht. Okay, ich setze mich nach vorne. Alles gut. Oh Mann. Also, meine lieben Kinder, hört mir ganz genau zu. Heute geht es darum, dass Bäume cooler sind als Pflanzen. Herr Baum, Pflanzen sind Bäume und Bäume sind Pflanzen. Das macht gar keinen Sinn. Ey, das stimmt so nicht. Wir haben das Jahr 2023 und da kann alles sein, was sein will. Wow, er ist aber wütend. Ja, er ist wütend. Aber wissen Sie was, Herr Lehrer? Ich muss Ihnen unbedingt was erzählen. Ich habe Spider-Man geküsst. Spider-Man, der ist bekannt als Bösewicht. Der tut nur so, als ob der gut wäre. Er ist gar nicht gut. Wirklich? Nein, ich glaube, das stimmt gar nicht, Herr Lehrer. Spider-Man ist richtig nett, wirklich. Oh nein, wenn du nur wüsstest, Spider-Man, das ist der fieseste Bösewicht auf der ganzen Welt. Bäume sind cool. Aber Herr Lehrer, was reden Sie denn da? Spider-Man ist richtig cool. Er ist doch genau neben uns. Hä? Was sagst du da, Simlucky? Ruhig. Was? Was meintest du da gerade eben, Simlucky? Ukri? Wolltest du gerade sagen, dass Ukri Spider-Man ist? Niemals Spider-Man. Spider-Man. Er ist Spider-Man. Ja, genau. Versprochen. Auf deinen Platz, Mann. Ach ja, zum Glück bist du nicht Spider-Man. Wenn du Spider-Man wirst, dann würde ich dich erledigen. Ich würde dich an den Baum hängen. Oh Mann, der hat ja wirklich was gegen Spider-Man. Warum das denn wohl? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, die Stunde war so langweilig. Ey, warte mal, Lea, ich muss dich doch was fragen. Das ist ganz, ganz wichtig, okay? Was denn? Okay, Freunde, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Würdet ihr eurem Crush die Liebe gestehen? Schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr euch das trauen, ja oder nein? Okay, also, Lea, wo ist sie hin? Lea, eine Sache muss ich dir sagen. Würdest du vielleicht heute Abend mit mir auf ein Date gehen? Warte, was hast du gefragt? Simlucky, sag doch was. Was soll ich denn da sagen? Ich habe keine Ahnung, Ukri. Du weißt doch, ich weiß nicht, wie man das macht. Oh, ich genauso wenig. Ach, was soll's, ich gehe lieber mit Spider-Man auf ein Date. Hä? Warte mal. Aber Spider-Man, aber du hast ihn doch gar nicht. Oh.
Aber Uki ist Spider-Man! Nein, 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 sag das nicht! Sam Lucky, ich muss jetzt mit dir reden. Wirklich, das geht langsam zu weit. Du redest die ganze Zeit darüber. Du kannst ein Geheimnis nicht für dich behalten. Komm mit auf die Toilette. Ich sag dir jetzt einmal noch. Weißt du was? Wir müssen zusammenarbeiten und du wirst nicht mein Geheimnis ausplaudern, okay? Oh Mann, Uki, das fällt mir echt schwer. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, wie ich Spider-Man kennengelernt habe. Schau, 10 Gründe, wieso Uki Spider-Man ist. Oh, was? Das darf keiner sehen. Nimm das zurück, Sam Lucky, und verbrenn das. Oh Mann, das wird so ein gutes Buch. Jeder wird sich anschauen. Nein. Weißt du, ich habe übrigens gestern so einen Bösewicht gefunden. Der war richtig, richtig komisch. Er konnte einfach fliegen. Ich musste gegen ihn kämpfen. Hä? Was habe ich da gehört? Warte mal. Herr Baum, was macht er auf unserer Toilette? Auf der Toilette? Der ist unter der Toilette. Okay, was machst du denn da? Herr Baum, was machen Sie da? Oh, pass mal auf, ich hab's ganz genau gehört, Uki, ich muss mal mit dir sprechen. Was ist denn los? Oh Mann, Sam Lucky, oh nein, du hast es so laut gesagt. Jetzt weiß er, dass ich Spider-Man bin und du weißt doch, er hasst Spider-Man. Oh nein, das war wegen dir, Uki. Also, hört mal zu, Uki. Ich muss dir was sagen, du weißt doch ganz genau, ich mag nicht Spider-Man und wenn du wirklich Spider-Man bist, was ich befürchte, dann wird das dicke Konsequenzen für dich haben. Warum das? Warum mögen sie Spider-Man nicht? Was soll das? Eigentlich sage ich das niemandem, aber weißt du was? Was denn? Ich bin der schwarze Bösewicht. Warte mal, was? Du bist der Bösewicht? Genau, und nein. Nein, Spaß. Wie nein, Spaß? Oh, ich dachte schon. Okay, na gut. Okay. Also, Herr Baum, erzählen Sie es keinem weiter. Jetzt weiß es schon die nächste Person, aber ich vertraue Ihnen. Und, Sam Lucky, heute Abend müssen wir uns unbedingt ausquatschen und treffen, okay? Und wir müssen auf jeden Fall Lea in Schutz nehmen und den weiß, dieser Bösewicht ist doch immer hier. Okay, Uki, wir werden uns austauschen. Okay, Kinder, ich bin da mal weg. Okay, wir gehen auch. Ich geh mal wieder auf Toilette. Heute Abend, was hat denn noch vor? Hast du das gehört? Das... ja? Okay, der Lehrer ist echt komisch. Okay, lass uns auf jeden Fall heute Abend treffen nach der Schule. Oh Mann, wir müssen uns unbedingt das vorne in der Stadt treffen. Und zack, zack, zack. Oh Mann, Freunde, wo ist Sam Lucky? Ich habe doch eine Verabredung mit ihm hier gemacht. Da vorne ist er. Sam Lucky, bleib stehen. Ich muss mit dir reden. Hör zu, weißt du, warum ich dich hierher gebracht habe? Denn ich muss dir jetzt alles zeigen, um was es geht hier. Ich habe vor einiger Zeit, wo ich von einer Spinne gebissen und keiner darf das erfahren, Sam Lucky. Was? Du erzählst mir hier gerade ehrlich sehr viel, aber ich glaub's dir, du hast mir ja bewiesen, dass du Spider-Man bist. Zeig schon her, Uki, ich will deinen Anzug sehen. Okay, jetzt wirst du wirklich sehen, dass ich Spider-Man bin. Also, Sam Lucky, schau's dir an. Hier vorne ist mein Geheimeingang. Und runter hier. Zack. Wow, hier vorne. Wie cool. Komm schnell runter, komm schnell runter. Okay, schau's dir an. Aber bitte verrat das niemandem, okay? Weil ich weiß, du bist so eine kleine Plappernase. Also schau hier vorne. Hier ist der Spider-Man-Anzug, den ich immer hier aufbewahre. Und schau, ich kann ihn sogar anziehen. Wow. Oh, du siehst aus wie in den Filmen. Okay, ein echter Spider-Man. Der zeigt mir deine Spider-Man-Attacken. Und zack, schau's dir an, Sam Lucky. Wow. Wow! Uki, wie komm ich da jetzt hoch? Ach so, tut mir leid, Sam Lucky, natürlich. Ich hole dich doch raus. Warte mal eine Sekunde. Und zack. Oh nein, nicht schon wieder du. Was soll das? Ich bin der schwarze Bösewicht und ich werde deine Freunde jetzt entführen. Warte mal, welche Freunde? Oh Mann, lass mich los. Warte mal, was? Oh nein, Lea, was machst du da schon wieder? Ich war auf dieser Brücke. Ich hasse dich, Spider-Man. Du bist ein Nichtsnutz. Warte mal, was? Hey, deine Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor. Freunde, warte mal. Denkt ihr, er ist Herr Baum? Ich hasse alle Schüler. Sie mögen alle keine Bäume. Was? Oh, wie kann man so sein? Er hasst alle Schüler, weil sie keine Bäume mögen. Und er hat sogar einen Komplizen. Oh nein. Okay, ich muss dich aufhalten. Lea, ich rette dich. Lea, ich muss dir was sagen. Ich bin Uki. Wow. Zack, komm her. Was? Wo bist du, Uki? Zack. Okay, jetzt kriege ich dich aber. Und zack, komm her, Mann. Und runter hier. Ich ins Wasser. Zack, und zack. Wow. Oh nein. Und nimm das. Jetzt kannst du ihn wieder bewegen. Ich jetzt mit meinem Messer befreien. Du kriegst das ab, Mann. Komm her. Meine Elektrizität. Elektronik. Blitze. Komm her, Mann.
Mann, oh, ich hab ihn erledigt. Okay, und jetzt bist du dran. Oh nein, wie kann unsere Lehrer so böse sein? Und zack! Pass auf, er ist super stark! Oh ja, ich krieg das. Oh. Mit. Tut mir leid, Lea. Wow, er hat eine Eiswaffe oder sowas. Und zack! Okay, jetzt krieg ich dich aber. Und ich hab ihn erledigt! Wow, du hast ihn besiegt, aber warte mal, du bist Ukri? Schau mal, Lea, ich bin Ukri. Ich hab meine Maske ausgezogen. Aber. Wieso hast du es mir nicht von Anfang an gesagt? Ich wollte es keinem verraten, aber. Aber jetzt ist doch alles gut, oder nicht? Ob jetzt alles gut ist? Du hast mich ganz nett belogen. Oh, das tut mir wirklich leid, Lea. Aber jetzt weißt du, dass ich Spider-Man bin. Ich bin Spider-Ukri. Na gut, jetzt ist ja alles gut. Also lass uns lieber ganz schnell nach Hause gehen, okay? Okay, na gut. Lass das machen. Und zack. Freunde, heute mache ich ein Superhelden-Familien-Battle gegen meinen Freund Ukri. Wird Ukri mit seiner noob-armen Superhelden-Familie gewinnen oder werde ich mit meiner pro-reichen Superhelden-Familie gewinnen? Schaut unbedingt bis zum Ende, lasst ein Abo und ein Like da und jetzt let's go! Heute gründen wir eine Noob vs. Pro-Familie in Minecraft, aber wir sind Superhelden! Warte mal, ich bin kein Superheld, ich bin ein Super-Schurke. Was, Ukri? Zeig mal deine Fähigkeiten! Ich bin Tentakel, Ukri! Hey, Ukri, hör mal auf damit! Aber weißt du was? Ich bin Spider-Lucky! Let's go! Wow, schau mal meine coolen Fähigkeiten an! Ich kann mich einfach schwingen! Du bist also Spider-Man? Das oh ist mein yeah, Ernstfeind, denn ich bin Dr. Octopus Prime! Dr. Octopus Prime, wer soll das sein, Ukri? Du bist einfach nur ein Pupsaufen, okay? Mehr nicht. Ich werde die viel coolere Familie nein, heute nein, bauen. Wie heißt er nochmal? Wie heißt mein Superschurke nochmal? Dr. Octopus? Ja, ich glaub schon, Ukri, aber du siehst echt gefährlich aus. Octopus. Hey, Ukri, was geht bei dir ab? Junge, lass mich jetzt hier auf. Lass mich in Ruhe, Ukri. Du bist, ey, der ist richtig in seinem Charakter, der ist richtig in seinem Film, Freunde. Aber das ist nicht nur meine einzige Fähigkeit, schaut mal, ich kann sogar den hier aktivieren. Bam, noch weißt du was? Und dann, heute ich werde einfach zum Vogel, Ukri. Wow. Okay, oh, du bist auch ein Vogel im Kopf. Hey, Ukri. was wolltest du mir sagen? Hm? Lucky, wir werden heute schauen, wer die krasseste Basis bauen kann. Entweder der Superschurke, also ich, oder der Superheld, also Leute, du. Schreibt jetzt alle Hashtag Team Lieb in die Kommentare, beziehungsweise Hashtag Team Superhelden in die Kommentare. Komm schon, wenn ihr auch die Superhelden mehr mögt als die Superschurken. Nein, Leute, schreibt alle Hashtag Team Superschurke in die Kommentare. Ach, das wird niemand reinschreiben, denn Spider-Man ist viel cooler als irgendein Octopus Ukri, Junge. Schaut euch den mal an. Weißt du, was du davon kriegst? Spider-Schüsse, boom, hohoho. Die Fähigkeit habe ich dir noch gar nicht gezeigt und da gibt es sogar noch viel mehr davon. Und bam, zack, zack, Machine Gun. Leute, guck mal, wie schnell ich damit schießen kann. Boom! Und zack! Haha, das hat gar keine Chance, Freunde. Spider-Man ist halt viel cooler. Okay. Um Leben und Tod machen. Weißt du was? Ich höre dir gar nicht. Was hat der gesagt, Leute? Okay, schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Aber jetzt würde ich sagen, wir fangen an, unsere Basis zu bauen. Aber erstmal muss ich diese Maske wegmachen. Ich krieg fast keine Luft mehr. Schaut mal, Freunde, hier habe ich sogar noch viele andere Anzüge, die noch viel krasser sind, okay, von Spider-Man. Und jetzt fangen wir aber an, wirklich das Haus zu bauen. Okay, wir machen als allererstes hier die Grundstruktur. Und das mache ich aus diesem Block, Leute. Der sieht doch richtig cool aus. Sagt mal ganz ehrlich. Daraus wird jetzt unsere super geheime Superheldenbasis gebaut und ganz sicher nicht super Schurkenbasis. Wie baut Ukri seine Basis? Warum ist die blau? Blau ist die beste Farbe erstens. Hä, blau steht null für Superschurken. Das ist eher so friedlich. Du musst was richtig böses verwenden. Ja, ich bin mehr Superschurke als du. Blau. Okay, trotzdem nicht böse. Wenn du der Superschurke bist, dann esse ich Billys Pupsi, weil du bist Spider-Man und der ist kein Superschurke. Hä, ist doch besser so, Leute. Keiner will Superschurke sein. Junge, ohne Superschurken werden die ganzen Superheldenfilme langweilig, Junge. Steckst du es nicht so lange? Stimmt, aber ohne Superschurken ohne Superhelden wären Superschurken gar nichts, okay? Weil dann bräuchte es gar keine Superschurken. Ohne Superschurken wären auch keine Helden. Okay, weißt du was? Ukri, sei leise. Diese Diskussion ergibt keinen Sinn, Leute. Ich baue jetzt hier das Grundgerüst und Ukri sagt dir eine Sache. Mein Haus sieht schon mal zehnmal so gut aus, Freunde. Wir machen jetzt hier die Wand und werden da gleich ganz, ganz viele Fenster reinmachen. Aber Haus als allererstes, sieht aus wie ein dicker Pups, Junge. Mehr auch nicht. Dein Haus sieht aus wie ein kleiner Pups, Ja, und was ist jetzt besser, der große oder der kleine? ich würde sagen, dein Haus sieht aus wie ein mega ultra fetter Pups.
Hä, Junge, Simlaki, Alter, ganz ehrlich, es reicht. Du willst mir einfach nur alles hier abreden, dass ich nicht gut bin im Bauen, aber du weißt ganz genau, am Schluss werde ich eh gewinnen. Wir werden sehen, wer am Schluss das bessere Haus hat, also die bessere... Leute, Ukri, der labert und labert, okay, der hört gar nicht auf, aber wir wissen ganz genau, okay, das, was der sagt, das sind leere Worte, ich baue jetzt das hier zu Ende und gleich, Freunde, das wird schon richtig gut aussehen, schaut mal, ist das nicht cool? Freunde, wir haben gleich das schon komplett fertig, guck mal, jetzt hier nur noch die Seite, so, zack, zack, zack. Leute, wir haben die Wand fertig gebaut und jetzt wird es Zeit für unsere coolen roten Gläser. Die mache ich jetzt hier überall rein. Ihr fragt mich sicherlich, wieso rot? Rot ist die beste Farbe, okay? Und, weil wir sind auch Spider-Man. Und Spider-Man ist zum meisten Teil rot, ne? Ja, ganz genau. Blau ist weniger. Ist weniger blau als rot. Und was hast du... Hä? Was hast du unten auf einmal gebaut, Ukri? Lucky, dachtest du nicht einfach, dass ich hier so... Okay. Dass ich aufgeben werde, ich mache jetzt richtig ernst. Du warst gerade eben noch dort. Das hast du gecheatet. Das hast du gecheatet. Du kannst gar nicht so schnell hochbauen. Redest du, was du gecheatet? Du hast magische Axt verwendet, oder? Ja, klar. War so klar. Aber weißt du was, Ukri, danke, ne? Jetzt werde ich dich damit komplett hops nehmen, denn ich ziehe jetzt meine Spider-Man-Maske auf und ich kann mich da jetzt einfach dran ranhängeln. Ranhängeln, let's go. Wenn du dich ranhängelst? Ja, gar nichts, weil Spider-Man ist viel krasser als komischer Octopus. Guck mal, ich komme zu dir. Denkst du, ich kann mich nicht hängeln? Du kannst gar nichts machen. Guck mal, ich bin viel schneller als du. Ja. Ja, hey, was? Also, Lucky, Junge, bitte, was ist das denn? Leute, was geht bei Ukri ab? Junge, du bist einfach eine Spinne. Ja, ja, ja. Also Ukri ist eine Spinne. Ukri ist so cool, ja. Warum bist du eine Spinne? Alter. Ey, das ist wirklich der schlimmste Super-Schurke, den du wählen konntest. Okay, Green Goblin ist viel cooler. Aber warum bist du so Spinne? Oder? Guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? So, bam. Ja, ich hangel mich dir einfach lang wie Spider-Man. Boom, Spider-Man. So Lucky Spider-Man. Spider-Lucky. Ey, hast du meine Moves gesehen? Boah, das hast du niemals so cool drauf. Guck mal. Boom, am Schluss werden wir kämpfen, Simlaki, das heißt, dass ich der beste Bund bin. Zack, einfach Rückwärtssalto. Du kannst mich nicht immer kriegen, also hoff nicht so viel. Boom, und jetzt geht's zurück in meine Basis. Junge, ja, klar, Junge, ich kann auch fliegen wie ein Adler, Junge, wie ein Adler, okay, weil ich bin auch stark wie ein Adler. Simlaki, schau mal. Hinter dir. Okay, Ukri, es geht zu weit. Das geht zu weit. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt? Bam! Ich knall dich ab, Ukri. Zack, boom, fress das. Hey, Ukri. Lass mich sofort los. Oder du musst meine Spinnennetze fressen. Boom, 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 boom. Warte, komm her. Du kannst mir nicht entkommen. Du bleibst jetzt schön stehen. Leute, schaut mal, der kann nicht mehr weggehen. Junge, Alter, was ist denn los mit dem? Ukri, bleib mal stehen. Guck mal, der kann keine Attacken machen. Ich hab dich aufgehalten mit meinen krassen Spinnennetzen. Okay, geh mal jetzt weg, du blöder Superschurke. Keiner mag Superschurken. Alter, oh, geh jetzt weg von mir, Ukri. Geh mal besser deine Basis bauen, okay? Sonst wird meine hier noch viel cooler. Was bisher sieht, ist einfach ein blauer Turm. Sieht gar nicht cool aus. Okay, ich hab Fenster. Hast du Fenster? Simlaki, das mache ich alles gleich noch, vertrau mir. Mhm, ja, das macht der wahrscheinlich wieder mit seinen Cheats, Leute, mit seiner magischen Axt. Okay, anderes hat er auch nicht drauf. 100%, Leute. Guck mal, ich mache jetzt hier schön meine Fenster zu Ende und das wird super Schurken. Junge, lass mich auf der Stelle los. Lass mich los. Du wolltest mich einsperren. Ja, das hat wohl nicht so gut geklappt, ne? Kompletter Fail, würde ich sagen. So, Freunde, wir machen jetzt hier weiter und ich beende das schnell. So, Freunde, die Fenster sind fertig und da vorne fehlt noch eins. So, zack, perfekt. Jetzt sind die aber wirklich alle vollständig und jetzt muss ich nur noch den Boden machen. Danach kommt das Dach hin. Aber, warte ab, Leute, der denkt, der baut einen Turm, okay? Ich kann auch einen Turm bauen und der wird noch viel krasser, mein Turm. Vertraut mir, wenn ihr das gleich seht. Erstmal muss ich jetzt den Boden und das Dach fertig bauen. Und solange schreibt man in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Superheld? Meiner ist, Spider-Man ist eigentlich ultra nice, oder nicht? Aber Iron Man ist auch geil. Oder Thor. Jo, Thor ist richtig cool, weil der hat so Blitzattacken und sowas. Aber Junge, wer mag Octopus? Das ist das Schlimmste, was es gibt, Leute. Wenn du schon ein super Schurke wirst, warum wirst du zum Octopus? Das ist total dumm. Aber wen gibt's da noch? Ah, Superman ist auch krass. Okay, Leute, schreibt's in die Kommentare. Ich baue jetzt das Dach fertig. Und den Boden. So, Freunde, ich baue... Ach, Junge, was höre ich da schon wieder? War das der Octopus? Hm? So, Okta-Ukri. Hey! Lass mich sofort in Ruhe! Nein! Kniffress das, Ukri! Bam, Junge! Boom! Ja, geh lieber weg, Ukri! Boom! Fress meine Spinnennetz! Du hast keine Chance! Ich komm später wieder, ich muss mehr trainieren, Mann! Ja, Leute, guck mal, wie schlecht der ist! Aber schaut mal, Leute, ich habe euch eines auch noch gar nicht verraten! Ich habe als Spider-Man, das sind nicht all meine Fähigkeiten, okay? Ich habe noch viel coolere! Schaut mal, ich kann mich einfach hier so langhangeln und dann kann ich Ukri spionieren, indem ich einfach den hier mache! Schaut mal! Ey, ich bin einfach Kopf andersrum, Leute! Ich bin verkehrt herum. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Und zack, wieder normal. Kurz gedreht und wieder normal. Wie nice ist das, Freunde? Ey, das kann der Octopus niemals. Octopus, schau mal. Guck mal, was ich hier hinter dir mache. Boom und boom. Boom und boom. Aber irgendwie kriege ich ein bisschen Kopf wieder durch. Junge, das ist Lucky weg. Das wäre voll schwindelig werden. Das wäre ich wieder als durch. Octo-Octorvius gleich in den Popo kneifen. In den Popo kneifen?
Junge, ich werde dein Popo gleich zukleben mit meinen Spinnnetzen. Da kann ich nicht mehr Pupsi machen, das ist ja, das ist doch viel schlimmer, als einen Popo zu stechen. Aber ich stelle dir vor, ihr wollt auf Toilette und dann ist einfach ein Spinnennetz, welches ohne Pobacken war. Und weißt du was? Wenn du richtig fies bist, Junge, dann kommt eine Spinne aus meiner Hand raus. Okay, aus dieser Hand, die auch richtig gefährlich. Oh nein. Ja, die krabbelt dein Popo, Ukri. Ich senke gleich eine Spinne in dein Popo. Willst du das riskieren, hm? Okay, Freunde, der Boden ist fertig. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Das machen wir natürlich auch ganz, ganz schnell. So, zack, zack, zack. Das sollte schneller gehen. So, auf der Seite auch noch. So, und ich hoffe, Ukri stört mich nicht mehr, okay? Ich hoffe, der bleibt auf seiner Seite und baut seinen dummen Turm. Ich habe nicht gesehen, wie der Turm von innen aussieht. Hä? Der macht ihn ja ultra sicher. Hä, Leute, habt ihr das auch gesehen? Spult mal jetzt zurück. Der war doch gerade, was, ein anderer Superheld? Leute, nicht, dass das Billy war oder so. Freunde, apropos, der hat eine Tür gebaut. Ich meine, apropos sicher, ne? Sicheres Haus hat er gebaut. Das müssen wir auch noch machen. Deswegen werden wir gleich die krassesten Fallen, okay? Und die krasseste, sicherste Tür hinbauen, damit der hier niemals reinkommt, okay? Das muss super schurkensicher sein, unser Haus. Okay, Freunde, unser Dach ist fertig. Ich habe die Fenster mal hier ein bisschen größer gemacht. Davor sahen die so aus, jetzt sehen die so aus. Und ganz, ganz wichtig, ich muss dieses Gefängnis hier wegmachen. Da hat mich nicht Octopus, da hat mich Ukripus versucht, einfach einzusperren. Ich nenne den jetzt einfach so, weil Octopus und Ukripus zusammen, die sind einfach Ukripus. Oh ja, warte mal, was passiert denn jetzt mit dem? Hä? Ukri, was ist mit dir abgegangen? Junge! Hä? Leute, irgendwas ist falsch mit Ukri. Warum wächst er und schrumpft er sich irgendwie? Ich habe keine Ahnung, was bei dem abgeht. Ganz, ganz komisch. Ich forsche an neuen Wissenschaften als Dr. Octopus. Leute, der forscht an neuen Wissenschaften? Wer denn nur wüsste, Junge, ich habe hier auch schon neue Anzüge. Schaut mal, das sind die ganzen anderen. Aber die werde ich erst beim Ende beim Battle gegen Ukri verwenden. Okay, jetzt noch nicht. Und ich habe hier schon das Dach fertig gebaut. Jetzt muss ich nur noch, warte mal, jetzt will ich einen Turm bauen. Aber wie mache ich das? Ich habe eine Idee. Ich mache das Ganze so. Zack, zack, zack. Jetzt hier so ein Block. So, zack, zack, zack. Boom, batz, babab, batza, babub. Und jetzt nur noch hier die Blöcke. Und das sieht doch... Ja, das sieht komplett blöd aus, Freunde. Was habe ich gemacht? Okay, perfekt. So sollte das Ganze schon viel besser sein. Ich platziere jetzt hier vorne noch so einen Block. Und jetzt wartet ab. Ihr denkt euch, was habe ich da gebaut? Ich zeige es euch schon, okay? Das wird halt das wird der krasseste Turm aller Zeiten. Der wird viel cooler als Ukri sein blauer Lapis-Turm oder was auch immer das für ein Erz ist, was er da verwendet hat. Okay, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen weiter gebaut. So haben wir jetzt hier schon so eine zweite Stütze. Also so einen Balken zwischen diesen zwei Stützen drin. Und das Ganze muss ich jetzt nur richtig aufmachen. Und dann sieht das sowas von cool aus. Vertraut mir einfach, okay? Ich zeig's euch jetzt. So, hier machen wir das nochmal. Immer mit einem Block Abstand. So, zack, zack, zack. Das kann echt so lange dauern. Ukri, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 5 Minuten und länger. Was? 5 Minuten nur noch? Okay, Ukri, das heißt, es ist dein Ende, weil du hast noch gar nichts gebaut. Ich baue ganz oben. Du siehst das gar nicht. Was? Ganz oben? Ey, da kann ich in einer Sekunde hin. Du hast ganz vergessen, ich bin Spider-Man, okay? Ich bin komplett schnell. Ich bin viel schneller als du. Ich bin viel flinker. In deinen Träumen, so ein Lucky Kaki. In deinen Träumen, Ukri Pupsi. Spider-Luck ist nichts als eine dreckige Kopie. Freunde, was auch immer der Lade, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Schurkensyndrom, okay? Der wird ein bisschen komisch gerade, aber ich glaube, dagegen kann man nichts machen, okay? Der ist jetzt zum Superschurken geworden, Leute. Ich glaube, Ukri ist nicht mehr mein Freund, weil der ist jetzt ein Superschurke, okay? Ich muss mich vor Superschurken fernhalten. Ich muss die Superschurken bekämpfen. Ukri, ab heute bist du mein Feind. Okay, ich nehme Lucky. Hä? Ich bin schon lange dein Feind. Was? Du hast es einfach so angenommen. Leute, ich dachte, der... Ey, das war nur ein Test. Ich dachte, du sagst jetzt auf einmal so, keine Ahnung, ey, Sim Lucky, wir sind doch Freunde. Wir werden keine Feinde. Junge. Leute! Alter, ich glaube, Ukri, der ist wirklich zum Superschurken heute geworden. Ich dachte, wir machen ein Video. Der sagt, der ist wirklich Superschurke. Okay, Ukri, du gehst eine Nummer zu weit. Ich gehe eine Nummer zu weit. Du wirst gleich sehen, was mit Spider-Man passieren wird. Spider-Man wird nicht mehr existieren. Hä? Warum wird Spider-Man nicht mehr existieren? Ukri, du hörst ja gar nicht zu, was du da redest, okay? Du hast gerade eine Freundschaft, die sehr lange gehalten hat. Die wolltest du gerade auflösen. Sim Lucky, ich bin super Schurke. Ich habe keine Freunde. Ich habe keinen Spider-Man. Ich Leute, hab nix. Was du geht bist bei Ukri ab? Freund. Du bist was mein Erzfeind. Leute, jetzt aber alle Hashtag Superhelden in die Kommentare schreiben, denn wir haben Freunde, okay? Und wir lieben einander und sind nicht so böse wie die tut ganzen Superschurken. Doch, tun wir. Wir sind alle nett zueinander und nicht so wie... Nur Superschurken ist doch voll langweilig. Man hat keine Freunde, man hasst jeden. Egal, Leute, ich habe das jetzt fertig gebaut. Und schaut mal, wie cool das jetzt aussieht. Und jetzt
werde ich das noch erweitern und doch viel cooler machen. Vertraut mir. Freunde, die leeren Felder werden wir jetzt alle mit Glas ausfüllen, beziehungsweise mit rotem Glas, weil rot ist die beste Farbe. Wie oft habe ich das schon gesagt, Leute? Und guck mal, das sieht doch jetzt doch schon mal richtig cool aus. Es wird dann so ein fetter Wolkenkratzer bis ganz, ganz nach oben. Das ist dann unsere super Heldenstation, okay? Ukri baut dann eine super Schurkenstation. Leute, das sieht doch immer richtig schlecht aus. Ich weiß nicht, was Leute dort bauen. Ich meine, das hat sich vom Anfang in den ersten Minuten danach gar nicht mehr verändert. Das sieht immer noch gleich aus. Der meint irgendwie, dass er oben noch weiterbaut, aber das glaube ich ihm nicht. Okay, wir schauen gleich mal oben vorbei. Ja, ich gehe mal gleich in sein Haus rein. Dann kontrollieren wir. Ganz am Ende schauen wir auch, wer das Bessere gebaut hat. Okay, wer die bessere Superschurken oder beziehungsweise Superheldenbasis gebaut hat. Und ich bin mir sicher, dass wir das sein werden. Okay, Superhelden-Team, ja. Das ist das Coolste aller Zeiten. So, wir bauen jetzt hier nochmal alles durch mit Glas fertig und dann sollten wir eigentlich gleich schon oben angekommen sein. Dann machen wir weiter. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier alles mit Glas ausgefüllt. Jetzt muss ich nur noch weitermachen. Wir werden das jetzt hier alles noch schöner machen. Ich zeige euch auch schon wie. Und zwar bauen wir hier einmal komplett nach unten. Schurken haben keine Freunde. Schurken haben keine Ukri. Redest du gerade mit dir selber? Schurken werden jeden vernichten, auch Spider-Sam Lucky. Leute, wie weit ist der? Ey, ich heiße nicht, Spider-Sam Lucky und auch nicht Spider-Sam. Ich heiße Spider-Lucky. Du heißt Sam Lucky und du bist nicht mehr mein Freund. Was, Leute? Ey, ich hoffe, der macht Spaß, ne? Ganz am Ende werden wir erfahren, ob Ukri Spaß macht oder nicht. Weil wenn das so ist, Ukri, dann bist du auch nicht mein Freund, ja? Was? Hör mir zu. Leute, was ist Freunde sind wie Werkzeuge. Wie Werkzeuge? Man benutzt sie, um das zu bekommen, was man will. Was? Leute, was ist das? Nee, weißt du, was das ist? Das ist ein schlechter Freund. Das ist ein Freund, der nur ausnutzt. Doch. Ein Freund ist wie ein Schwert. Man kann ihn benutzen, um seine Feinde zu besiegen. Leute, was redet da? Ukri, der wird zum Superschurken. Leute, ihr müsst allen Abo und ein Like da lassen, damit Ukri wieder normal wird. Okay, damit Ukri auch zum Superhelden wird. Okay, wir werden dabei Ukri, Spider-Ukri und Sepp. Okay, sagen wir so, wenn deine Basis besser ist im Lucky, dann werden wir schauen, ob ich zum Superhelden werde. Aber wenn meine Basis besser ist, dann musst du zum Superschurken werden. Ey, 100%, okay? Ich werde meine Basis besser bauen, okay, damit du wieder normal wirst. Damit wenn du verlierst, dann musst du zum Superschurken werden und wir werden zusammen Smoky City vernichten. Nein! Oh ja. Junge! Oh ja. Okri, warum willst du. Dir schon klar, da lebt auch Nelly, ne? Du hast doch Crush auf Nelly. Nein, hab ich nicht. Okay. Und außerdem lebe auch ich da. Also macht das gar keinen Sinn. Egal, Simbaki, du wirst zum Superschurken. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn, Uri. Du redest Blödsinn. Du bist ein Blödkopf. Du bist ein Pupsikopf. Haha. Leute, wisst ihr was? Egal. Junge, das ergibt keinen Sinn, mit dem zu reden, okay? Der ist Superschurke. Superschurken sind komisch. Ich baue jetzt hier direkt weiter, Leute. Schaut mal, wie cool ich das jetzt mache. Von außen, das wird immer nicer. Guck mal, ich mache das jetzt hier noch so. Zack, zack, zack. Hier kommt auch so ein bisschen so hin. So, babam. Mhm. Ja. Leute, irgendwie sieht das blöd aus. Ich muss das noch ein bisschen verbessern. Naja, wir machen hier unten. Das ist jetzt noch fertig und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles fertig gebaut. Das müssen wir jetzt auf der anderen Seite noch genauso machen und jetzt können wir hier innen wieder alles mit Gras befüllen. Da haben wir unsere rot-schwarze Basis hier, okay? Alles in rot und schwarz gehalten. Ultra nice. Okay, Freunde, die linke Seite ist jetzt fertig. Schaut mal, jetzt müssen wir nur noch die rechte bauen und wie cool sieht das denn bitte sehr aus? Das wird der coolste Superhelden-Tower aller Zeiten, das sage ich euch. Jetzt muss ich nur noch das Ganze noch ein bisschen schöner machen, okay? Das ist gerade noch nicht so schön, aber alles mit der Zeit, okay? Ganz am Ende, das wird der krasseste Superhelden-Tower, den ihr je gesehen habt, okay? Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal so einen roten Balken. Das speist das Ganze nochmal ein bisschen ab, okay? Das macht das Ganze nochmal ein bisschen cooler. Und ich frag mich wirklich, Ukri, hast du eigentlich irgendwas in deinem Tower gebaut? Oder ist es einfach nur ein endloser Tower ganz nach oben? Ich habe so schwere Level für dich gebaut, die du niemals verstehen wirst. Schwere Level? Okay, Ukri, sag mir nicht, du baust Parkour in deinen Turm mit rein. Doch, das mache ich. Und genau das habe ich vor. Du baust einen Parkour und was passiert, wenn ich den nicht schaffe? Dann wirst du selber zum Superschurken. Ich werde doch niemals, Ukri. Ich werde nicht zum Superschurken. Ich als Superheld werde das nicht. Was machst du lieber, da, Alter? Ich sag dir ehrlich, lieber esse ich 10 Billy-Pups-Haufen, als zum Superschurken zu werden. Junge, Sam Lucky, du wirst schon sehen, was ich mit dir am Schluss machen werde, Junge. Freunde, warum ist der... Das ist wirklich ein Superschurken. Schau mal hier. Was? Wow, was ist das, Alter? Hey, Ukri, wie siehst du denn aus? Ey, du wolltest mich kopieren. Du warst nicht beim Friseur. Du hast meine Maske einfach beim Friseur kopiert. Das war aber nicht, okay, das war nicht Spider-Man-Maske. Von wem war das Maske? Ich gebe dir noch eine Minute und dann musst du fertig sein. Leute, wir müssen uns richtig schnell. Ey, seit wann machst du die Regeln? Du machst hier ganz sicherlich nicht die Regeln. Aber wie viel Zeit willst du noch? Also ich gebe dir nicht mehr als eine. Also ich sag mal so, ich brauche sowieso nicht so lang wie du. Also ich werde viel früher fertig als du. Deswegen hör mal auf, hier Zeit zu geben. Wenn du eine Minute brauchst, dann brauche ich 59 Sekunden. Okay, Sebaki, bis gleich.
Bis gleich. Oh Leute, jetzt haben wir wirklich nur 59 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der fertig wird. Aber ich werde jetzt hier ganz schnell hier mein Tower zu Ende bauen. Und ihr werdet schon sehen, okay? Ich mache jetzt hier eine kleine Hälfte, so eine kleine Umrundung. Und dann ist mein Tower completed. Und der sieht schon so cool aus. Also dann ist er fertiggestellt. Ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ne? Unten muss ich das noch ein bisschen schöner machen. Aber das wird der krasseste Spider-Man-Tower, den ihr je gesehen habt. Was macht der da? Hm? Na, ich habe keine Ahnung, was das wird, aber davon lassen wir uns nicht irritieren. Freunde, mein krasser Superhelden-Tower ist fast fertig. Guckt euch mal diesen coolen Turm an. Der hat jetzt schon fast seine Endstruktur, also seine Endgrundstruktur erreicht. Aber, da fehlt noch ein bisschen was, okay? Wartet ab, das wird noch ein bisschen cooler, okay? Denkt euch, das ist jetzt schon relativ cool. Ich weiß, ja, ich bin ein richtig guter Bauer. Naja, Leute, das sieht noch jetzt noch nicht so ganz so cool aus, aber das wird noch, okay? Vertraut mir einfach, das wird noch. Nämlich werde ich das jetzt hier so bauen. Guck mal, das wird so eine Art, das wird so eine 7. Da geht es so runter, zack, dann hier so nach rechts und dann gibt es jetzt hier noch so ein Dach, so ein richtig cooles. Also wartet ab, Leute, es wird ein richtig modernes Haus. Genau dasselbe wie hier machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Und das ist komplett schwierig. Ich muss es total symmetrisch bauen, okay? Nicht, dass das hier irgendwie asymmetrisch wird oder so. Also so, zack, bam, aha, ja, okay. Ja, Freunde, das nimmt Form an. Das ist perfekt. Das ist ein Meisterwerk. Guckt euch das mal. Junge, also wenn man mal wirklich mein Gebäude anschaut, das sieht so, das sieht aus wie Spider-Man. Guck mal, das sieht aus wie der Anzug von Spider-Man. Und dann schaut euch mal das an, was Ukri gebaut hat. Was so ein Billy Boops ist das? Mit einem Fenster. Der macht so eine Art Parcours da rein. Den muss ich auf jeden Fall bestehen, damit Ukri wieder normal wird, okay? Damit der zum normalen Menschen wird und nicht mehr Superschurke ist. Ganz, ganz wichtig. Und hier bauen wir das jetzt nochmal ganz kurz zu Ende. So, wir wollen das ja auch natürlich so gleich groß machen. So, bababam. Okay, Freunde, jetzt wo das schon so gut aussieht, müssen wir hier oben nur noch alles so abdecken. So, bababababab. Ey, Ukri, sag mal, was machst du da eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich bin schon fast fertig. Nein, bist du schon ganz an der Spitze? Stimmt. Ey, du bist ja... Okay, warte mal. Leute, ich sehe das. Der ist genau dort vorne. Okay, du bist dort. Hast du schon... Und ich glaube, er ist ungefähr hier gerade. Leute, er ist gleich... Du bist erst bei der Hälfte, Ukri. Simlucky, das ist schon fertig. Ich muss nicht alles hochbauen. Hm? Warum baust du nicht ganz nach oben? Das ist da oben einfach nur leere Luft. Ja. So wie hinter deinen ganzen Aussagen, hm? Ja, so wie in deinem Gehirn. Oh. Hey! Egal, Ukri. Ich lieber. Weißt du was? Nee. Mit dir rede ich gar nicht mehr, denn du bist kein wahrer Freund. Freunde, ich habe das jetzt fast fertig gebaut. Schaut mal, wie cool das schon aussieht von außen. Aber da fehlt noch was ganz, ganz Wichtiges. Ey, seid ehrlich. Guck mal, das war's doch nicht. Und zwar werde ich da oben dann noch sowas hinbauen. Und dann ist es einfach fertiggestellt. Und das wird das coolste Superheldenhaus, was ihr je gesehen habt. So, zack, zack, zack. Wir bauen das mal so. Es wird so ein bisschen aussehen wie dieser Marvel Tower, okay? Also ein bisschen so ähnlich wird das sein. Jetzt müssen wir hier noch überall alles mit Rot so umranden. Wir machen einfach so eine rote Kontur. Guck mal, wie viel Mühe hier drin steckt. Und jetzt guck mal, wie wenig Mühe da drin steckt. Das Einzige, was Ukri gemacht hat, einfach Block markiert, da oben Block markiert und dann einen Befehl eingegeben. Mehr nicht. Das ist einfach, das sind Superschurken, ne? Die cheaten immer nur. Die hacken immer nur. Die sind nicht so wie die Superhelden. Die machen alles mit harter Arbeit. Und so, Freunde, so sieht das Ganze doch auch schon viel, viel cooler aus. Seid mal ganz ehrlich. Was ist besser, okay? Meins, dann schreibt allen eins in die Kommentare. Und wenn Ukri besser ist, dann schreibt alle eine 2 in die Kommentare. Aber wenn eine 2 in die Kommentare schreibt, den kann ich auch nicht mehr weiterhelfen, okay? Guckt euch das mal an. Jetzt guckt euch das an. Und das war's noch nicht. Ukri, bist du eigentlich schon fertig? Hey, Leute, schreibt alle eine 2 in die Kommentare. Leute, ein Superhelden, komm schon. Und jetzt würde ich sagen... Gebäude? Ist das etwa Avengers Spider-Man-Gebäude in einem Boot? Ja, meinte ich auch. Sieht ein bisschen aus wie Avengers Gebäude, aber es ist Spider-Man-Gebäude. Lol. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Es ist einfach... Was ist das? Lapis Lazuli Octopus. Du bist ein Pipi-Strahl, mehr nicht. Nein, was für Pipi-Strahl? War nicht so ein Wasserstrahl. Okay, Freunde, jetzt, wo wir schon unser Dach fertig gebaut haben, wir werden da oben noch ein bisschen was bauen. Aber solange müssen wir jetzt hier unsere ganzen Stockwerke bauen, wo wir gleich unsere ganze Ausrüstung reintun werden, wie zum Beispiel unsere, warte, was werden wir da alles reintun? Rüstungsständer, ja ganz genau, mit unserer krassen Rüstung, hier die andere, die werde ich auch gleich anziehen, warte mal, wir ziehen die jetzt schon mal an, okay, ich will mal sehen, wie die aussieht, Freunde, und yo, ich bin einfach ein ganz anderer Spider-Man, wie sehe ich denn jetzt auf einmal aus? Okay, warte mal, die tun wir jetzt wieder zurück und ich lasse meinen Kopf natürlich nicht bedeckt, weil so sehe ich einfach viel cooler aus, okay? Ich habe meine Krone an, man sieht meinen tollen Kopf, ja. Also, wir kommen hier zum Punkt, okay? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier den ganzen Boden zu Ende bauen. Das Ganze machen wir dann hier noch einmal, da, da und dort. Also 5 Stöcke oder so wird das Haus haben. Ey, boah, ist mittlerweile über den Wolken. Über den Wolken, ja, ist ja auch nicht schwer, Ukri, wenn man einen Pipi-Strahl ganz nach oben baut.
Sam Lucky, was redest du für ein Schwachsinn, Mann? Ich werde gewinnen. Mit meiner Basis. Okay, Freunde, er träumt. Ja, in deinen Träumen wirst du gewinnen. Aber sonst nirgendwo, weil meine viel cooler aussieht als deine. Außer, du hast innen wirklich das Krasseste gebaut, aber du baust einen Parcours rein. Und der wird nicht sicher sein. Da bin ich mir hundertprozentig im Klaren. So, zack, zack, zack. Wir bauen jetzt hier ganz schnell den Stock weiter. Freunde, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Stockwerke. Das ist ultra, ultra nice. Und warte mal, was macht der Okri? Der krabbelt schon wieder, dieser Okri-Puss, Junge. Was ist los mit dem Okta-Okri? Hä? Der hat welche fiesen Pläne geschmiedet. Ich sag's euch, Freunde. Aber schaut mal, ich hab was ganz vergessen. Ich hab hier vorne einfach alles frei. Das heißt, wir werden hier einfach alles so mit Glas ausfüllen. Ich glaube, so sollte das eigentlich relativ gut aussehen. Ja, passt auf, Freunde. Ist es nicht schön? Ich sag mal ganz ehrlich, meine Basis sieht so viel besser aus. Also deswegen allen eins in die Kommentare schreiben und ich beende das jetzt hier mal ganz schnell. Freunde, jetzt wo unsere Stockwerke alle fertig gebaut sind, muss ich jetzt nur noch ganz hier oben so eine kleine, so ein kleines Häuschen bauen, okay, damit das noch ein bisschen cooler aussieht. Vertraut, das wird einfach so eine Villa ganz oben im Himmel. Das ist so nice, Freunde. Dann kann man von dort oben alles beobachten. Dafür muss ich jetzt erstmal hier so ein bisschen entlang bauen. So, zack, zack, zack. Okay, Freunde, hier vorne baue ich jetzt die Villa und schaut mal, wie nice das aussieht. Von der Seite. Guckt euch das an. Das ist der beste Superhelden-Tower, den es je gegeben hat. Sieht ein bisschen aus... Okay, das ist... Ich sage ehrlich, das ist eine Kopie ein bisschen vom Marvel-Tower, okay? Also vom Avengers-Tower meine ich natürlich. Aber das Ganze ist halt im Spider-Man-Stil, okay? Also deswegen ist das Ganze nochmal tausendmal cooler. Wir bauen erst den Boden zu Ende und gleich werde ich in den ganzen Stockwerken richtig coole Superhelden-Sachen platzieren. Ihr werdet schon sehen, was ich da gleich reinmache. Jetzt ist unsere Villa oben schon fast komplett vollendet. Wir müssen jetzt nur noch die ganzen Fenster hier rein platzieren. Und das ist so gut geworden. Ich glaube, das ist das Beste, was ich je gebaut habe. So, ganz schnell, Freunde. Guck mal, wie schnell ich das mache. Buh, buh, buh. Let's go, let's go, let's go. Und der letzte Block. Und jetzt haben wir von außen alles fertig gebaut. Aber innen fehlt noch viel. Und ich glaube, Okri... Hä? Was hat der denn da gemacht? Okay, ich glaube, der ist schon fertig. Der ist schon fast fertig, Leute. Deswegen muss ich... Okay, Leute, ihr könnt mir jetzt wirklich sagen, was ihr wollt, okay? Meins sieht so viel krasser aus als das von Okri. 100% habe ich gewonnen. Wer sagt, dass Okri gewonnen hat, der hat einen Besen gefressen. 100%, der hat einen Besen gefressen. Das geht nicht anders. Oder der wurde manipuliert. So, eins von beiden. Freunde, wir machen hier kurz einen Eingang hin. Das habe ich ganz, ganz vergessen. Wollte ich einfach schon am Anfang eigentlich machen. Jetzt brauchen wir nur noch eine ganz sichere Tür. Und die schnappen wir uns mal ganz eben, ganz geschwind, meine ich natürlich, hier vorne. Nämlich ist es eine Scanner-Tür. Die hat Okri davon auch platziert. Und die wird sich nur öffnen, wenn die meine Augen scannt. Jetzt schaut mal, Freunde. Ich ziehe jetzt meine Maske an. So, zack, boom. Und dann... Ich glaube, das kennt noch immer meine Augen, weil das ist Spider-Man. Ja, okay, Leute. Falls ihr an mich gezweifelt habt, okay, gedacht habt, ich bin nicht der echte Spider-Man, jetzt wisst ihr es. Ich bin wirklich der echte Spider-Man, sonst wird die Tür mich nicht öffnen. Ja, ganz genau, sonst wird die Tür sich nicht öffnen für mich. Naja, Leute, wir machen jetzt hier... Guck mal, wir haben uns hier erst unseren ersten Stock, okay? Und jetzt müssen wir nur noch... Schaut mal, was ich jetzt machen werde. Ich werde hier so einen fetten Aufzug rein platzieren, okay? So, wir machen das mal hier ganz eben so auf. So, perfekt, perfekt, perfekt. Und ich glaube, das sollte passen. Ja, das wird unser Aufzug. Und ihr werdet schon sehen, was ich gleich vorhabe. Ich nehme mir jetzt mal ganz schnell hier vorne Wasser. So, zack. Und für die ganz Schlauen unter euch, ich glaube, ihr werdet schon wissen, was ich jetzt machen werde. Okay, wir schnappen uns jetzt diesen Block hier, sodass das Wasser da nicht rauslaufen kann. So, zack, zack, zack. Das werden wir gleich überall so machen. Und das wird einfach auch so aussehen wie so ein Teleportationsaufzug, ne? Weil das ist ja Wasser. Und dann denkt man, man kann sich einfach so von oben nach unten teleportieren. Ihr denkt euch jetzt aber, das sieht noch nicht so aus, aber gleich. Das kommt alles mit der Zeit, okay? Vertraut mir einfach so. Als nächstes machen wir das nochmal so. Zack, zack, zack. Hier machen wir dasselbe natürlich. Dasselbe Prinzip werden wir jetzt überall anwenden. Auf den dritten Stock. Jetzt sind wir auch schon fertig. Auf den vierten Stock. Und überall auch. Und Freunde, gleich ist es soweit. Wir werden das Wasser platzieren und dann haben wir hier so einen richtig krassen Aufzug. Das hat Okri nie im Leben so gemacht. Okay, der hat da so einen schwierigen Parcours gebaut, aber wir werden das ganz easy machen. Man hat hier einfach so einen Aufzug und damit, weil als Superschurke, da musst du auch natürlich ganz nach oben ganz schnell kommen und der wird dann nicht ganz schnell nach oben kommen, aber wir als Superhelden können richtig easy ganz schnell nach oben kommen. Wir müssen nicht mal unsere Fähigkeiten benutzen und somit haben wir es dann auch schon geschafft, ganz nach oben zu kommen. Hier sind wir einfach komplett oben in unserer Villa und hier werden wir gleich richtig krasse Sachen platzieren, vertraut mir. Und jetzt testen wir das Ganze mal aus. Ich glaube, warte mal, Leute, ich guck mal, wir machen hier so oben so ein Loch rein. Jetzt müssen wir nur noch das Wasser platzieren und dann sollte das Picobello funktionieren. So, wir gucken mal und bam, aha, ja, warte mal, Leute, wir beobachten es, wird es klappen? Es klappt, wir müssen das halt dann noch mehr Wasser platzieren, ne, nicht wundern, nicht nur ein Wasser.
Und, okay, das war der Fehler. Das war, ja gut. Leute, das war so nicht geplant. Aber das fixen wir ganz schnell, indem wir hier ein kleines Loch hin machen. Dann wird uns das nicht nochmal passieren. So, zack, perfekt. So, jetzt machen wir dieses Wasser überall hier hin. So, zack, zack, zack. Und jetzt sind wir einfach schon fertig. Let's go! Aber wir haben noch was vergessen. Ah, ja, Leute. So, bam, bam, bam. Hier in die Mitte muss das ganze Wasser natürlich auch noch hinkommen. So, hier nicht vergessen. Let's go, Leute! Wir haben's vollendet! Und somit ist unser Aufzug fertig. Und jetzt können wir hier einfach so richtig cool runterschwimmen und wieder hochschwimmen. Schaut mal, da braucht man gar keine Angst haben. Einfach, jetzt geht's wieder runter. Und da können wir hier zum Beispiel so, entscheiden wir uns mal für diesen Stock. Und dann chillen wir einfach hier, okay? Unsere Super-Ecken-Ecke. Superhelden-Ecke meine ich natürlich. So, und jetzt, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Höchstens der Keller? Nee, das ist nicht der Keller. Das ist die unterste Etage. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz nach oben, denn dort werden wir was richtig Cooles platzieren. Und jetzt schaut mal, was ich vorhabe, okay? Ich habe die ganze Rüstung nicht ohne Grund mitgenommen. Das habe ich euch ja gesagt, von Anfang an wollte ich die anziehen. Nämlich werde ich jetzt hier oben einfach solche Hologramme platzieren, okay? Die heißen wirklich Holographic-Display-Stand. Also es ist so ein Stand, der holographisch ist. Und jetzt schaut mal auch, wieso. Denn ich kann jetzt hier einfach meine Rüstung reinlegen. Und dann habe ich die hier immer parat. Ist das nicht cool? Freunde, wie nice sieht das denn aus? So, das ist meine normale Rüstung. Die brauchen wir natürlich auch immer angezogen. Und die tun wir jetzt hier auch einmal rein. So, perfekt. Wir haben einfach vier verschiedene Spider-Man-Rüstungen. Welche? Schreibt mir in die Kommentare. Was ist die coolste? Die erste, die zweite, die dritte. Die hatte ich die ganze Zeit. Okay, ich finde, die ist am coolsten, oder? Die dritte hatte ich die ganze Zeit am. Schaut mal. Boom, das bin einfach ich. Oder die vierte. Boah, die vierte, das ist Spider-Man in richtig krass abgegradet. Und die erste, irgendwie sieht die erste ein bisschen Dulli-mäßig aus. Ein bisschen aus wie Venom. Okay, und was ist das hier? Aber die sieht auch nice aus, aber ich finde, die dritte ist am coolsten, okay? Schreibt es mal in die Kommentare, was ist die coolste Rüstung? Und jetzt würde ich sagen, wir sind fertig mit unserer Superheldenbasis. Let's go! Das war's mit unserer Superheldenbasis. Okri, bist du auch schon bereit? Denn ich bin es und ich habe die viel coolere gebaut als du, Freunde. Schaut euch das mal an. Schreibt jetzt nochmal in die Kommentare. Eins für mich und zwei für Okri. Lucky, schau erstmal, was ich gebaut habe und dann kannst du entscheiden. Alter, Leute, oh, der klebt da einfach so an Wänden wie so eine Spinne. Richtig ekelhaft. Sag ich dir so, wie es ist. Freunde, der krabbelt sogar wie eine Spinne. Was Lucky, ist denn mit Okri los? Komm, versuch ey, das ist in so ekelhaft Bars aus. Freunde, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wenn das nicht ekelt. Ja, natürlich breche ich. Ja, du hast Scanner-Türen dahin gemacht. Ja, Okri, das kann ich auch, ne? Doch, weißt du was? Als Spider-Man komme ich überall durch. Okri, Otto? Octavius zeigt dir das jetzt. Und Junge, du bist auch wirklich so ein kleiner Otto, Okri. Er sagt einfach Otto. Hä? Superschurke heißt. Ja, komm rein da. Guck mal reingegangen. Aber du hast hier so auch Kameras. Aber weißt du was, Okri? Komm mal her, Okri. Komm mal her. Ich nehme mir natürlich meine klebrigen Spinnennetz und guck mal, was ich jetzt mit der Kamera mache. Bum, 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 bum. Sicht verdeckt. Sicht verdeckt. Und jetzt kann ich hier rein, ohne dass mich jemand sieht. Okay, was ist das? Aber du kommst nicht mal raus. Oh nein. Gar nicht gut, aber du hast ganz vergessen. Jetzt musst du versuchen, bis ganz nach oben zu kommen. Okay, das ist doch für Noobs, Junge Parkour. Schau mal, was ich hier mache. Ich chill hier einfach als Spider-Man. Das darfst du gar anders nicht. Herum, Okri. Anders herum, wenn du ein richtiger Superheld bist. Wenn du ein richtiger Superheld okay bist, dann musst du den Parcours richtig machen. Leute, das war jetzt schon ein bisschen verwirrend, ne? Ich könnte eigentlich könnte ich einfach den hier machen. So, zack, guck mal. Nee, aber das darfst du nicht. Weil so, du musst schauen, ich könnte einfach so, boom, einfach nach oben. Du musst schauen, ob du wirklich ein Superheld bist, weil ob wenn ich, du so ein Lost, aber nur Okri, mit Superfähigkeiten, okay, okay, aber kein Parcours, nichts kannst du. Okay, natürlich kann ich Parcours, Junge. Spider-Man, das ist Superhelden-Parcours und du sagst, ich soll nicht meine Superhelden-Fähigkeiten benutzen. Was ist das denn für ein Dulli-Move? Okri, guck mal, ich bin halt Spider-Man, ne? Ich kann das jetzt auch nicht wegmachen, dass ich einfach so hoch springen kann. Guckt euch das mal an. Yo. Oh Mann, du cheatest einfach ich kann so eigentlich rein auch an den Wänden klettern. Was für ich cheate? Wo sind eigentlich deine ganzen Superhelden-Anzüge und so, ne? Das hab ich schon. Wo sind deine, Okri? Das ist einfach nur Parcours. Wenn du wüsstest, hier vorne habe ich eine geheime Kiste, wie Pippi die man einfach nicht öffnen kann. Guck mal, schau, hier vorne. Ich kann nicht mehr das Falt. Warte mal, ich bin gar nicht Survival-Modus, Okri. Ey, okay, komm, ich gehe Survival-Modus mal schauen, aber dann schaffe ich es auch, Okri. Ich habe so ganz wenig HP. Nein, jetzt muss ich richtig aufpassen, Leute, aber ich krieg gar keinen Fall-Damage, weil ich Spider-Man bin. Ich kann alles abfedern, Leute. Ich habe die krassesten Hand. Ey, Okri, hör auf, mich anzutatzen, Junge. Ich höre die ganze Zeit deine ekligen Sounds, Junge. Das sind richtig komm ekelhaft. Komm her, Simlaki. Hör auf, Okri, mit deinem. Oh, nein, hör auf. Hey, hey, hör auf, Okri. Jetzt habe ich dich. Nee, weißt du was? Zack, ich verschwind hier. Boom. Hey. Nee, kannst du gar nicht. So, Okri. Ich bin viel zu stark für dich. Boom. So, komm, hier weg vorne. Damit, hier vorne habe ich meine geheime Kiste. Oh yeah. Fress und das, ich, boom. Du weißt das Passwort nicht. Das, und wenn was ich ist das Passwort? Hey, oh, dort sind meine geheimen Waffen drin, schau mal. Ja, was ist das denn, Junge? Hey! Und, okay. und,
und das sind Superheldenschurkenwaffen. Und auch hier, goldene Äpfel, Alter. Yo, die habe ich auch, Ukri. So, guck mal, danke, danke, Ukri. Man muss ein Essen. So, ey. Zack. Wir machen gleich ein Battle. Jeder hat 3 goldene Äpfel, okay? Und dann gucken wir, wer krass ist. Was ist das denn jetzt? Hä, was ist das für ein. Nee, Ukri, weißt du was? Gar keinen Bock auf den Parcours. Gar keinen Bock. Ich werde jetzt hier einfach den Spider-Man aktivieren, okay? Ich aktiviere jetzt den Spider-Man. Spider-Man. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boom. Und wisst ihr was? So, boom. Jetzt geht's da nach oben. Und zack. Ich kann mich einfach jetzt so hoch. Warte mal, wie komme ich jetzt hoch, Freunde? Und. Boom! Hohoho! Leute, wie cool ist das denn? Und. Boom! Und. Kommst du die Bahn hoch? Natürlich komme ich da hoch. Guck mal, wie easy. Bam. Obwohl. Leute, Leute, Leute. Was geht denn jetzt ab? Ich muss das noch ein bisschen mehr kontrollieren. Ich bin ganz nach unten gefallen. Ich bin komplett am Anfang. Das war's komplett. Aber nichts leichter als das, Freunde. Ich komme da wieder hoch. So. Bam, bam, bam. Und jetzt da lang. So, perfekt. Guck mal, wie cool das aussieht, Leute. Und zack. Boom, jetzt hier nach oben und boom. Ich bin eine Spinne. Irgendwie, Leute, obwohl ich eine Spinne bin, Ukri als Spinne viel ekliger aus, weil guck mal, das sind einfach solche Tentakeln. Ukri, ich bin schon oben. Das war Pipi einfach. So, schau mal, von hier oben, schau mal. Ja. Von hier oben schaue ich immer runter auf dein dummes Spider-Man-Haus. Dummes Spider-Man-Haus? Ja, ganz genau. Junge, das sieht 10-mal so gut aus wie deins. Meins ist 1000-mal besser als deins. Das denke ich mir immer, wenn ich hier oben bin. Ja, das glaubst du, Ukri, aber bist du das jetzt mal ehrlich richtig gesehen hast? Jo, Ukri macht, er macht Superhelden-Schurkensprung. Aber, Leute, das kann. Und jetzt, Lucky, schaue ich mir dein Haus an. Ukri, das kann Spider-Man viel cooler. Wenn es schlechter ist als meins, dann werde ich dich zum Superschurken machen. Dann wirst du nicht mehr Spider-Man sein, sondern Venom. Nein, Ukri, nie im Leben ist dein Haus besser. Denn schau mal, was ich jetzt mache. Bam, zock. Boom, das ist der viel coolere Superheldensprung. Wow. Dip, 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 dip. Hä? Das ist ultra nice. Boom, guck mal, das kannst du nicht, ne? Die Tür ist einfach offen. Boom. Ich komm da easy zack, rein. Bam. Ey, Leute, guck mal, wie geil das ist. Ich schwing hier einfach lang wie Spider-Man. Deine Tür ist offen. Du bist ein Noob. Deine Tür ist offen. Ey, wie hast du die aufgemacht? Ja, das war wegen mir offen. Schau mal, jetzt ist die zu und boom, offen. Junge, ich bin schon drin in deinem Pupsi-Haus, Alter. Du hast die Tür aber offen gelassen. Leute, okay, so, ja, okay. Wow, Ukri, aber und du sonst wärst nicht reinkommen. Jetzt pass mal auf. Denkst du, ich als Octopus, Junge, als Ukri Octavius, schaffe es nicht, hier drin im Wasser zu schwimmen? Natürlich schaffst du das, Ukri. Das ist nichts Besonderes. Das ist mein Aufzug. Im Gegensatz zu dir habe ich einen Aufzug, okay? Du hast einfach einen Parcours, den man hochgehen muss. Das ist voll anstrengend und das von mir ist viel, viel cooler. Und was hast du jetzt hier? Warte mal, wo bist du hin, Ukri? Ich bin hier in der zweiten Etage, Senaki. Ich tentakel mich hier durch, Junge. Easy. Leute, das ist so. Guck mal, wie komisch das aussieht. Der tentakelt sich halt wirklich überall durch. Aber Ukri, du hast noch nicht das krasseste gesehen, was ich gebaut habe. Okay, ganz, ganz oben. Da ist meine fette Villa. Was ist in der ersten Etage? Komm mal. Gar nichts, Junge. Hä? Ja, doch, da ist was. Bei dir ist selber gar nichts. Bro, seit wann kannst du so gut bauen, Senaki? Also, ich sag mal so, ne? So wie du immer am Reinhecken bin ich nicht. Ich hab das alles selber gebaut und die Leute sind Beweis. Ja, doch 100%. Junge, was für ein Lüg. Ja, sagt der Hack. Der immer am Reincheaten ist mit seinen ekeligen Hacks, Junge. Ich hab nicht reingehackt, okay? Und du sagst, hier ist gar nichts. Guck dir das mal. Zeig mal her, was du hier gebaut hast. Guck dir das mal. Ja, komm mal ganz nach oben. Komm mal ganz nach oben, okay? Ganz nach oben? Du hast deine Rüstung in Kisten getan. Guck mal, wo ich meine Rüstung hingetan hab. Hä, warte mal, so viele verschiedene Spider-Man-Rüstungen. Sind die irgendwie alle krasser oder sind die alle gleich? Also ich finde diese am coolsten, Leute. Ich sag Hashtag 3, okay? Schreibt in die Kommentare, welche ihr am coolsten findet. Aber weißt du, was ich damit machen werde? Ich werde alle benutzen, weißt du, welche ich am coolsten finde? Dich zu zerstören, Ukri. Ja, welche? Sag mal deine. Ja, 3 ist auch die coolste. Oder 2 ist auch cool. 2 ist auch cool. Aber Ukri, jetzt werde ich dich kriegen. Boom, geh Survival-Modus. Ey, warte, Wir machen jetzt epische Battle. Geh du auf deine, Basis, Ukri. Geh zu deiner Noob-Basis. Aber Survival-Modus, okay? Geh dorthin, natürlich Survival-Modus. Oh. Wir geben uns beide jeweils einen, 3 Goldäpfel. Das mehr geben wir uns nicht. Okay, okay, 3. Nicht unendlich, drei, Junge. Okay. Das ist viel zu OP sonst. Okay, ich schmeiß aber jetzt ohne Spaß. Survival-Modus. Ja, hundertprozentig, Ukri. Wir machen jetzt ernst, Junge. Kein Cheat. Okay, wir machen jetzt ernst. Was für Cheat? Ich mach auch ernst. Wenn ich gewinne, cheate, Leute. Nicht rausschneiden und das wird nicht gefährlich. Leute, guck mal, was ich jetzt direkt mache. Ich kenn dich. Guck mal, ich benutze jetzt einfach. Ich benutze jetzt deinen Turm, um hier meine Fähigkeiten durchzuspielen. Ja, komm doch her, ich bin doch hier unten, ich warte auf dich. Ah, nee, Ukri, du kannst gerne zu mir kommen, denn ich werde jetzt den Highground haben, Leute, jetzt entscheide so schnell, wie du willst. Wer ist besser, Ukri oder ich? Spider-Man oder Superhelden oder Superschurken? Leute, was macht denn der Octopus? Ukri, was macht der da? Leute, der will mich holen. Aber schaut mal, wie cool einfach Spider-Man ist. Dip, dip, dip. Wo bist du überhaupt, Ukri? Hä? Versteck dich mal nicht. Lucky, ich da vorne bist du ja. Da vorne bist du ja. Nee, keine. Hä? Alter, hab ich dich gehittet? Alter, was ist das denn? Was ist das denn, Freunde? Was ist das denn? Boom! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Bam! Okay, Leute, ich muss ganz schnell einen goldenen Apfel essen. Junge, Ukri, der Pups kommt zu mir. Was ist das denn für einer? Und?
Ja. Leute. Bam, 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 bam. Boom, gehittet, Okri. Dann Tisch treffe ich. Bam, 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 bam. Und jetzt schnell hier weg. Schnell hier weg. Bam, bam, bam. Leute, ich muss nur einmal kriegen. Nein, 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 nein. Schießt ab, Leute. Schießt ihn ab. Boom. Und bam, 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 bam. Yo. Blaster-Attacke, Junge. Bam, fress das. Okri, du hast keine Chance. Spider-Man ist viel krasser. Nein. Ey, der macht richtig ehrenlose Taktik. Ey, du machst mir nicht mal das Damage, Okri. Du machst mir nicht mal das Damage. Hab ich dir einen Schaden gemacht? Nein, kein bisschen Schaden. Mach ich dir überhaupt Schaden? Ja, natürlich. Nee. Guck mal, ich lass dich hier so. Guck mal, ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Wegen meinen ganzen klebrigen. Oh nein, jetzt macht er mir Damage. Jetzt macht er mir Damage. Leute, weg mit dir. Nein. Warte, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt denn passiert? Bleib stehen. Leute, weg hier. Boom. Du, jetzt haust du ab. Ey, das ist unmöglich. Lass mal ohne Äpfel, Mann. Lass mal ohne Äpfel, Mann. Und wir müssen. Let's go! Dip, 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 dip. Ich bin Spider-Man! Nee, wir machen 3 Äpfel. Ich habe nur noch 2, Okri. Wie viel hast du noch? Hm? Ich habe noch immer 3. Du hast noch immer. Ja, okay, aber du hast ja auch nicht. Hey, ich habe Fall-Damage bekommen! Junge, richtig lost. Yes, Leute, sehr gut. Was und jetzt kriege ich dich. Nein, du kriegst mich niemals. Boom! Bam! Bam! Und jetzt nochmal. Boom! Zack! Ah. Und jetzt. Ja, renne weg, Okri! Renne weg! Bam, nochmal eine Ladung. Ey, das sind die krassesten. Das sind so viel krass auf einmal. Du kannst mich nicht mal hitten. Ah. Boom. Nochmal. Bam, fress den nächsten Apfel, Okri. Fress lieber den Apfel, sonst krieg ich dich. Boom, nochmal. Ja, ja, ja. Gleich wird deine Niederlage in Reihe gecuttet, Okri. Und die werde ich ganz sicherlich nicht rausschneiden. Leute, das war... Guck, krieg dich so lucky, guck mal, wie der schwitzt. Guck mal, wie der schwitzt, Junge. Kleiner Ehrenloser. Das sind die krassesten. Das sind die Impact. Die machen richtig fett Damage. Die machen richtig fett Damage. Ja, Okri, wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Boom, boom. Ey, aber der ist auch richtig langweilig. Guck mal, wie der spielt, Leute. Der geht nur mit seinem ekligen Ock davon. Das ist deine einzige Attacke, Okri. Kannst du nicht mehr? Du kleiner Noob, Alter. Was ist denn mit dir los? Du kannst nur deine Teile schießen. Ja, ich hab hier verschiedene, viele. Jetzt hab ich dich. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja. Bum, 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 bum. Du hast mich auf keinen Fall. Bam, 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 bam. Und bum, 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 bum. Ey, wie viel Leben hast du denn? Bam. Bum. Safe, gefreezed. Ja, let's go, let's go. Und jetzt, bam. Nein, 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 Apfel essen, Apfel essen. Ich hab so wenig HP. Oh nein, Okri, ich hab so wenig HP. Und jetzt, boom, 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 boom. Ey, wie viel HP hast du, Okri? Mach ich dir überhaupt Damage? Nö, machst du nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir brechen das Duell an der Stelle ab, okay? Super Schurken oder Superhelden, was ist besser, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe ein Herz verloren. Das ist echt unmöglich. Aber, ich sag dir ehrlich, Spider-Man ist viel, viel cooler. Deswegen lasst allen ein Abo und ein Like, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, haut rein, Freunde. Leute, ich bin bis zum nächsten Mal. Nicht in und Super ciao, ciao. Ich mag die Superhelden ja, auch mehr. Hat nur Spaß gemacht, okay? Ciao, ciao, Leute. Drückt das nächste Video und checkt uns in den geilen Vorderkanal ab.